Herzlich willkommen zurück zu Kingdom Hearts. So, letzte Folge haben wir ja die ganzen Prinzessinnen gerettet und Riku bzw. den Ansem besiegt, mehr oder weniger. Und jetzt schauen wir erstmal ins Menü, weil wir haben ja Ragnarök gelernt. Genau, rechtzeitiges Drücken während einer Luftkombo führt Ragnarök aus. Ziel muss schweben. Okay. Das würde ich natürlich gerne mal ausprobieren und da können wir den Reflektor jetzt mal wieder raus tun und das da rein tun. MP hast, wird beschleunigt. Okay. Gut, Donald, der hat nichts Neues gelernt. Goofy auch nicht. Gut, dann schauen wir mal ganz kurz ins Tagebuch, weil wir haben noch einen Ansehenbericht auch bekommen. Den will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Ansehenbericht Nummer 5. Ich isolierte einen Herzlosen und beobachtete ihn. Mit seinen fühlerähnlichen Rezeptoren schien er schon bald etwas zu wittern und er drang zielstrebig ins Schlossinnere vor. Im innersten Teil des Schlosses angekommen, bewegte er plötzlich wie wild seine beiden Rezeptoren. Und aus dem Nichts trat eine Tür in Erscheinung. Wie hätte ich je auch nur ahnen können, dass sich solch eine Tür in meinen Gemächern verborgen hält? Ein großes Schlüsselloch war zu sehen. Die Tür ließ sich ohne weiteres öffnen. Noch immer kann ich nicht begreifen, was meine Augen dort sahen. Eine gigantische, energiegeladene Masse. Ich wage nicht daran zu denken, was es sein könnte. In dieser Nacht konnte ich eine Vielzahl von Sternschnuppen beobachten, die den Himmel schmückten. Ein Geschenk zu meinen triumphalen Entdeckungen? Oder sehe ich gar im Zusammenhang mit den... Oder stehen sie gar im Zusammenhang mit dem Öffnen der Tür? Ja. Gut, das war's dann soweit und jetzt gehen wir mal zum Sid, weil der kann uns irgendwie helfen, dass wir da wieder hinkommen können. Aber wir können erstmal kurz zum Merlin gehen, weil der... Ach du Scheiße, sind die da auch schon. Ragnarök! Boah, geil. Yeah. Zack. Heilige Scheiße. Also Ragnarök ist immer geil. Natürlich. Ragnarök. Bam. Tomahawk! So! Bam! Na komm schon! Bam! Yeah! Yeah, level up! Oh mein Gott! Bam! Na. Ja, ist. Oh. Zack. Bam. Los, jetzt. Stirb. So, jetzt zu dir. Na, komm schon. Und... Zack! Gut. Ja, das war ein Kampf. So, jetzt geht's mal zum Merlin. Schweben. Hui. Ah, da fällt mir was ein. Wir haben ja die gelbe Triotech. Super. Ach ja, cool. Ach, komm schon.
Abilitamin. Das ist ja geil. So, das setzen wir gleich mal ein. So, beim Sora. So, jetzt haben wir eins übrig. Ja, wow. Die Rutschattacke tue ich jetzt nicht einsetzen, weil ich doch keinen Bock drauf habe, weil die scheiße ist. Puh, gerade noch geschafft. 1, 2 und 3, da bleiben wir nach Hause. Juhu. Da könnte man wieder vorbeischauen. Hört mal gerade so auf. Jetzt gehen wir erstmal zu Merlin. Und zwar zur guten Fee. Zur guten Fee. Los schon. Komm. Hallo, gute Fee. Wie geht es dir? Oh, noch ein Beschwörungsstein? Dann wollen wir es mal lösen. Dann beginnen wir mal. Bibidi babidi boo. Mushu kann gerufen werden. Danke, Sora. Das hier ist für dich. Galaxitestab. Pass gut auf sie auf. Ja. Okay. Von Donut ist ein neuer Stab. Der ist ja schwach. Die vier Planeten sind die Quelle seiner Magie. Bis es zur Durchschlagskraft Maximum MP steigen um einen Punkt. Naja. Der ist besser. Um einiges. So, wir können jetzt rufen an Mushu. Wer ist das? Hey Merlin, altes Haus. Ich will mal ganz kurz Magie üben. Ich will wissen, wer der Mushu ist. So. Ja, ich will üben. Mach mal unbewegliche Ziele. So, Mushu. Boah, geil. Aha. Der Mushu aus Mulan, also. Ist ja cool. Gut, ich will runter. So, so. Der Mushu aus Mulan. Ja, nicht schlecht. Naja, speichern wir einfach mal kurz. Gespeichert. Und ich mache jetzt absichtlich Winnie Pooh nicht, weil ich jetzt gerade kein dazu ob diesen ja so weit zu machen. So, ich will zur Höhle. Ich würde mal sagen, eine Winnie Pude macht man, wenn wir alle Seiten haben. So, und hier unten gibt es auch eine weiße Triotech, genau. Eine Schatzkiste, eine besondere. Bitte was Gutes, bitte, bitte, bitte. Oh, ich kann kommen. Ja, okay. Lass ihn mal eingehen. Ist okay. Okay, hier hinten gibt es nichts. Ui, cool. Gut, jetzt gehen wir zu den Wölpen noch und wo wollte ich noch hingehen? Wölpen und zum Schmieden, genau. Natürlich. Alter, wie stark sind denn die? Nur Stein. Boah, die sind ja verdammt stark. Jetzt komm schon. Nice. Gut, Haus der Welpen. Okay. Das sind langsam ganz schön viele.
So, mal schauen, ob wir ein Geschenk bekommen von Pongo und Perdi. Wäre doch mal schön. Vielleicht ein neues Schlüsselschwert oder so. Oh, süße, putzige Welpen. Ein Geschenk. So, was haben wir denn da Schönes? Mithril-Erz. Verlorene Seite. Mithril. Okay. Geht in Ordnung. So, und jetzt zum Schmieden bzw. zum Sid. Oh nein, nicht schon wieder diese Affen. So, nur mal zur Sicherheit. Das letzte Mal haben die Affen uns ziemlich block gemacht. Nicht, dass es wieder passiert. Oh nein. Boah, ich... Nee, ich hab. Boah, die Affen sind mir zu blöd. Ich kann hier raus. Du bist mir verarschen. Nein. Oh nein. Gott. Oh Scheiße. Was sind das für verrückte Affen? Ich kann ihn mal abhauen. Lass mich in Ruhe. Oh Mann, muss ich jetzt drauf gehen oder was? Boah, das ist ja total behindert. Ich glaube, die Nase wird jetzt wieder verabschiedet. Oh Gott sei Dank, eigentlich nicht so teuer. Uah! Sind wir jetzt weg? Bitte? Ja, Gott sei Dank. Das war total gestört. Oh mein Gott. Na komm schon. So, jetzt noch ihr zwei. Und jetzt noch du. So, perfekt. Und jetzt schnell mal weg hier. So, da ist der Sit. Da gehen wir noch nicht hin. Sondern wir gehen jetzt erstmal zum Schmieden. Hallo Mori. So. Was schmieden wir denn? Ja. Wir können auch gar nichts schmieden, was wir noch nicht haben. Ist auch super. Na gut, dann gehen wir jetzt zum Sit. Hey, Alter, erzähl mal was. Sid, ich muss zurück zu... Oh, hello, Bastion. Ich glaube, das kann ich nicht zulassen, mein Junge. Die Herzlosen dort werden immer mehr. Sie würden euer Schiff verschlingen. Aber was können wir denn sonst tun? Ganz einfach, macht einen Bogen um sie. Ein neues Navigummi montieren und neuen Kurs nehmen. Ein neues Navigummi? Woher denn? Aus dem geheimen Wasserkanal. Ich habe es dort
vor 9 Jahren versteckt, für den Fall, dass ich es einmal brauche. Ich hätte nie gedacht, dass ein Kind es einmal benutzen würde. Gut, dann muss ich jetzt also zum Wasserkanal, wo wir gerade waren. Verdammt. Na, schauen wir kurz mal zum Geppetto und zum Pinocchio. Vielleicht gibt es wieder was Neues. Ja, gut, also anscheinend nicht. Nee, gut, dann gehen wir jetzt zum Wasserkanal. Ach ja. Dann nehmen wir aber eine kleine Abkürzung und zwar durch Merlins Haus. Na super. Na komm schon. So, jetzt du. Oh ja. Oh mein Gott. Pam, pam. Na komm schon. Yeah. So, jetzt der noch. Ja, komm schon. So. Und patsch. Los Leute, macht sie fertig! Yeah! Na los! Bam! Haha, Nummer 1! So, und Nummer 2! So, jetzt Nummer 3. Okay. Gut, Nummer 3 ist anscheinend schon weg. So, dann gehen wir zum Merlin wieder mal. Hui, gleiten, gleiten, gleiten. Yeah. Und da sind wir. Hallo Merlin, ich will zur Höhle. So, mal schauen, wo dieser Navigummi ist. Geil, was machst denn du da? War da hinten nicht ein Mond? Okay. Was für eine geheimnisvolle Zeichnung. Sieht etwas Hypnotisches. Dieser muffige Ort hat was an sich. Gut, die Zeichnung ist komisch. Da schauen wir doch mal genauer hin. Navigummi erhalten. Okay. Komm, wir gehen zu den anderen zurück. Wir sollten uns etwas ausruhen. Okay. A light at the end of the tunnel. Oh, your grandma's story, right? That's right. We were together. You know what's funny? I looked everywhere for you, but you were with me all along. Finally, we're together, Kairi. Now, it
it's time to get Riku back. You think it'll ever be the same again between us? Riku's lost his... When I turned into a Heartless, you saved me, remember? I was lost in the darkness. I couldn't find my way. As I stumbled through the dark, I started forgetting things. My friends, who I was. The darkness almost swallowed me. But then, I heard a voice. Your voice. You brought me back. I didn't want to just forget about you, Sora. I couldn't. That's it! Our hearts are connected. And the light from our hearts broke through the darkness. I saw that light. I think that's what saved me. No matter how deep the darkness, a light shines within. I guess it's more than just a fairy tale. Well, let's go! You can't go. Why not? Because it's way too dangerous. Come on, Sora. We made it this far by sticking together. You can't go alone. Kairi, even if we're apart, we're not alone anymore, right? I can't help? You'd kind of be in my way. Okay. You win. Take this. It's my lucky charm. Be sure to bring it back to me. Don't worry, I will. Promise? Promise. Don't ever forget. Wherever you go, I'm always with you. Sternentreuer halten. Ach, ist ja süß zwischen den Zweien. Sternentreue. Trophäe. Cool. Sora. Kairi. Es tut mir leid. Ist dies das Jenseits? Bin ich bereit. Noch nicht. Nicht, bis ich Sora und Kairi letztes Mal gesehen habe. Riku, du kannst mich... Kannst du mich hören? Ich bin bald da. Wer ist da? Ich habe das andere Schlüsselschwert. Welches zu dieser Welt gehört. Ich habe versucht, dich zu erreichen, aber die Dunkelheit in deinem Herzen hat mich ferngehalten. Wer bist du? Was ist mit mir passiert? Dein Herz hat den Kampf gegen die Dunkelheit gewonnen, aber für deinen Körper war es zu spät. Deswegen bist du hier, an diesem Ort der Dunkelheit, wo sich Herzen sammeln. Was soll ich also tun? Die Tür zur Dunkelheit wird sich bald öffnen. Aber es ist eine Tür, die wir nicht durchschreiten können. Sie muss von beiden Seiten geschlossen werden. Dafür braucht es zwei Schlüssel und zwei Herzen. Vielleicht bist du aus dem gleichen Grund hier wie ich. Vielleicht ist es Schicksal. Schicksal? Du scheinst ja alles zu wissen, oder? Dann sag mir, geht es Sora und Kairi gut? Fühlst du nicht die Echos ihrer Herzen? Du kennst die Antwort bereits. Sieh in dein Herz. Okay. Aha. Riku ist also irgendwo in der Dunkelheit. Sehr seltsam. Aber ihnen geht's gut. Mehr oder weniger. Hey Kairi! Das Mentalisman, versprich, ihn mir jetzt wiederzubringen. Ja, kriegst du wieder. So, ausrüsten, Sora.
Sternentreue, die ist ja ein Schwäche. Maximum MP plus 1, Angriffskraft von Energie und Rufen steigt, Ausführung von nachfolgenden Volltreffern. Ach, die rüstet aus. Cool. Sternentreue. Ein schönes Schlüsselschwert. So, Merlins Zimmer. So, ich mach mal ausnahmsweise mal ein bisschen länger die Folge. Und jetzt gehen wir erstmal zurück zum Sid. Und dazwischen macht noch ein paar Herzlose Blatt, weil ich mal das Schlüsselschwert ausprobieren möchte. So, jetzt. Los, Herzlose! Okay. Irgendwas ist anders. Da ist irgendwas anders. Okay, mit dem anderen. Sind die jetzt plötzlich stärker geworden oder so? Oder was geht denn ab hier? Alter! Mann! Da ist ganz gewaltig was anderes. Na toll. Ich hab kein. Da stimmt irgendwas nicht. Irgendwas ist da jetzt komisch. Hier, was für gewaltige Volltreffer besitzt eine hohe Durchschlagskraft und eine ebenso hohe Trefferquote. Wieso ist das. Ich hab doch die ganze Zeit jetzt irgendwie mir durchschlagen können. Jetzt auf einmal nicht mehr. Dann muss ich aber jetzt schon mal schauen. So. Ah, jetzt kommt wieder nichts mehr. Ist doch. Ah, komm schon. Nein, du Bruder. So. Gib mir so ein Schildteil. Bitte. Och nee. Mann, jetzt finde ich keinen Schilddingsbumster. Ach. Das ist doch so ein Katzen. Da ist auch keiner. Mann. Na komm schon. Ist da so ein Schild? Nein, ist nicht. Meine Güte. Hier ist auch keins. Doch auch nicht. Das gibt's so nicht, Mensch. So, da drin muss aber eins sein. Ja, genau. Bei dem Schlüsselschwert geht's. Zack. Pam. Ja, tschüss. Tja, wenn das so ist, dann bleibt Sternentreue nicht angelegt. Nein, ich bin so der Scheißaffe. Tja.
ja. Ist zwar schade, aber naja, kann hier wohl nichts machen. So, Sid. Gefunden? Okay, dann werde ich es mal montieren. Alles klar, ihr könnt los, wann immer ihr wollt. Ich wünschte, du müsstest nicht all diese Gefahren bestehen. Gut. Dann. Okay. Ja, jetzt bin ich hier oben und hier oben gibt's gar nichts. Ja, super. Toll. Ich dachte, hier gibt's irgendwas Tolles. Aber nö. Was für eine Aussicht. Unglaublich. Ja, toll. So. So, dann tun wir mal speichern. Gespeichert. So, und dann sage ich mal, weiter geht's in der nächsten Folge. Dann, ja, haben wir heute mal ein bisschen länger gehabt. Also ich bedanke mich fürs Zusehen und in der nächsten Folge geht's dann weiter zurück nach Hello Bastion oder Bastion oder wie ich immer das ausspricht, keine Ahnung. Also, dann noch einen schönen Tag und bis dann, Leute. Ciao.